Hey Leute, Alzano hier und willkommen zu einem neuen Video. Rund um das Pokémon Orgel wurde ein neues Raid-Event in Pokémon Schwert und Schild angekündigt. Was euch alles erwartet, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Vom 4. bis zum 9. Februar 2021 haben wir eine ganz besondere Aufgabe. Und zwar müssen wir so viele Orgel wie es geht in Dynamite-Abenteuer besiegen. Und zwar gibt es wieder ein kleines Event, in dem verschiedene Pokémon auftauchen, unter anderem auch Orgel. Und wenn wir eine gewisse Anzahl von Orgel besiegt haben, kriegen wir besondere Itembelohnungen später dann als Geheimgeschenk. Wenn in dem genannten Zeitraum 500.000 Orgel besiegt werden, kriegen wir als Itembelohnung den Heiß Orb, den Toxic Orb, und den Kugelblitz, genau, der ist es. Und wie gesagt, die gibt es dann als Belohnung, wenn wir, wie gesagt, 500.000 Orgel besiegt kriegen. Schaffen wir es in der Zeit sogar 1 Million Orgel zu besiegen, kriegen wir zusätzlich einen Goldkronkorken, 3 Silberkronkorken und 3 Triebperlen als Item geschenkt. Zusätzlich zum Morlord tauchen aber auch weibliche sehr wohl, Morlord, Galagantis und Libeldra in den Raids auf. Es lohnt sich also so oder so bei den Raids mitzuspielen. Ich muss sagen, ich finde es sehr schön, dass es mal wieder eine andere Art von Event gibt, wo ein bisschen mehr Mitspielen gefordert ist. Was haltet ihr von diesem Mini-Event? Findet ihr es gut oder seid ihr eher etwas enttäuscht? Lasst doch mal einen Kommentar da. Bis dahin, wie immer, viel Erfolg bei der Jagd und bis zum nächsten Mal.